1990 für die Stimme aus Frankreich. Ja, was für eine junge Sängerin, zumal wenn sie in Frankreich lebt, das Olympia in Paris ist, das ist sicherlich für eine Schauspielerin, ja, wenn sie beim Film ist, Hollywood. Und unsere nächste Laudatorin, unser nächster Gast, sie wurde eigentlich bei uns bekannt durch eine einzige Rolle, durch Anna. Sie erinnern sich, ja? Und ihren zweiten Film schon drehte sie in Hollywood. Und ich begrüße ganz herzlich Sylvia Seidel. Sylvia, schön sehen Sie aus. Toll. Ja, Ballerina, das war der Film, von dem ich eben gesprochen habe. Zweite Aufgabe. Sie sind ja nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern auch eine hervorragende Tänzerin. Aber sagen Sie, war das nicht so eine Frage auch des Muts, nach Hollywood zu gehen und da diesen Film zu drehen? Hat man doch ein bisschen Angst vor, nicht? Oder nicht? Ich habe immer Angst. Das ist immer eine Frage des Muts. Auch hier heute Abend zu sitzen vor so vielen Leuten, das ist auch eine Frage des Muts. Oh, jetzt aber. Oh, doch. Jetzt, ja. Aber sagen Sie so, es hat doch Spaß gemacht, denn die Amerikaner, glaube ich, sind doch, wenn sie merken, es kann jemand etwas, sind doch so nett und professionell, dass sie allen eigentlich oder alle mit offenen Armen empfangen. Oder ist das nicht so? Ja, sie sind sehr locker, sehr tolerant. Und ich hatte, wie gesagt, sehr viel Glück, auch schon bei Anna, mit meinem Team, mit meinen Partnern und in Amerika auch. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, naja, die Amerikaner sind vielleicht ein bisschen kälter, ein bisschen härter. Ist aber nicht so. Aber das Team war einfach wunderbar. Ja, jetzt wollen Sie auch Theater spielen, ein bisschen weg so von dem Ballerina-Image. Johnny Belinda, eine wunderschöne Rolle, eine Taubstumme. Wann wird es denn da losgehen? Ja, ich habe jetzt das Theaterstück angeboten bekommen und gehe also Herbst auf Tournee, 2 Monate lang. Und die Premiere ist am 22. September in Garching. Ja. Und ich freue mich sehr drauf, weil ich denke, das ist eine große Erfahrung für mich, mal Theater zu machen. Aber Hollywood steckt doch im Kopf. Ich meine, Sie würden jederzeit wieder hingehen, ja? Ach, was mir im Kopf steckt, ist die Schauspielerei. Und da kommt es mir nicht darauf an, wo ich drehe, sondern wie die Rolle ist und wie die Leute sind, mit denen ich zusammenarbeite. Ihr Preisträger hat ja enorme Hollywood-Erfahrungen. Ein Mann, der aus Südtirol kommt und jawohl einer der erfolgreichsten Produzenten Europas in Amerika geworden ist. Er hat viele schöne Filmmusiken geschrieben und 3 Oscars erhalten schon. Er hat Top Gun geschrieben und vor allen Dingen auch, und da werden wir auch eine Version mit den Novemberkindern hören, eine wunderschöne Titelmelodie zu Never Ending Story. Ja? Und ich glaube, es macht Ihnen Freude, ihm heute Abend die goldene Europa zu überreichen. Schönen Dank, Sylvia Seidel. Also ich darf heute Abend, wie gesagt, das erste Mal einen Preis überreichen und ich habe festgestellt, es ist noch viel, viel aufregender als einen Preis bekommen, aber ich versuche trotzdem eine würdige Patin zu sein. Ja, er ist der Erfinder des legendären Munich Sounds der 70er Jahre. Als Soundtrack-Bastler verhalf er dann Hollywood-Filmen wie Midnight Express, Flashdance oder Top Gun zu weltweitem Erfolg. Der Titelsong zur unendlichen Geschichte ist fast schon ein Evergreen. Und seine Hymnen für Olympia 1984 und 88 oder die Fußball-WM 1990 machen den Südtiroler zum Universalmusiker. Die Goldene Europa 1990 für Giorgio Moroder.
number one. Giorgio Moroder, Preisträger der Goldenen Europa 1990. Herzlichen Glückwunsch für ein Leben für die Musik. Herzlichen Glückwunsch, Giorgio Moroder, und herzlichen Dank an Sylvia Seidel. Tja. Unser nächster Gast, meine Damen und Herren, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Oh ja, wir haben ja doch noch ein bisschen Zeit. Unser nächster Gast ist ein Mann.